Ja, Leute, was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Und als allererstes eine frohe Weihnachten an alle euch da draußen. Und als zweites vielen, vielen Dank für die 300 Abonnenten. Ja, ich wollte eigentlich schon ein kleines News-Video machen, auch was jetzt Jahresende und Discord betrifft und sowas. Aber ihr hört es wahrscheinlich und seht es mir auch an, ich bin extremst krank schon wieder. Ja, ich habe jetzt zum Glück ein paar Folgen vorproduziert, deswegen konnte ich mir einen kleinen Ausfall leisten. Ja, jetzt geht es halbwegs, dass ich wieder was aufnehmen kann. Ja, bis auf der Husten, der immer wieder kommt und halt die Stimme, die ziemlich matsch ist und sowas. Ja, auf jeden Fall, News-Video wird noch nachgereicht, ja, auch wegen Discord und Party-Jahresende, also 300 Abonnenten sind erreicht, dafür nochmal vielen, vielen Dank, Leute, ihr seid echt die Besten. Und die Party zu Silvester findet definitiv statt, also, wenn ihr nicht auf irgendwelchen anderen Partys seid, merkt euch das hier vor, live im Stream hier auf YouTube. Das wird großartig. So, und wir gehen einfach mal ins Spiel rein, solange ich noch Stimme habe. So, wir gucken mal hier in den Kompost, denn da hat sich was getan. Wir haben unsere Skorpione, zumindest die ersten. Die anderen brauchen noch ein bisschen länger, die habe ich erst später rein. So, aber die holen wir mal raus. Wir haben jetzt insgesamt 5. Dann packen wir die mal rein und Leute, drückt mir die Daumen, dass wir hier ein paar ordentliche rausbekommen. Ja, ich habe mir auch den Tipp zu Herzen genommen, hier mit Sortieren nach Gewicht absteigend. Ist deutlich besser. Danke dafür nochmal. Und so, Leute, let's go. Das dauert einen kleinen Moment. Aber wir wollen jetzt nicht die ganze Folge hier rumstehen und warten. Wir sehen uns an der neuen Base wieder zum Bauen. So, Freunde, und da sind wir auch schon. Hier bei unserer neuen, wunderschönen, fast fertigen Base. Beziehungsweise, ja gut, was heißt fast fertig? Das zieht sich ja schon ein Stück, das Bauen hier. Irgendwie, aber ich will es ja auch schön machen, also deswegen tüfteln wir ein bisschen. So, das hier hatte ich zwischendurch nochmal abgerissen, weil ich wollte eigentlich, ich habe es jetzt nicht gefunden, beim Suchen, hier die Schatzkammer eventuell reinbauen oder vielleicht oben. Und da stört mich die Treppe ein bisschen, deswegen bin ich am Überlegen, wie ich das mit der Treppe am besten mache. Aber ich glaube, die platziere ich mir hier hin. Halt, da war es doch. So, und zwar genau so. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich, oder? Geht's auch? Geht's auch so? Jawohl, geht auch so. Brauche ich keine nach Pillars hinsetzen. Perfekt. Hier wollte ich ja was ganz Spezielles machen, eventuell. Muss ich halt nur mal gucken, wie wir das am Ende soweit fertig machen. Hier so zum Beispiel Magiertürme, die sich jetzt hier ein Stück rausragen. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, das ist hier ein größeres Projekt, das, da kann sich noch vieles ändern. So, aber jetzt können wir erstmal hier oben alles soweit dicht machen, soweit es geht. Ja, soweit es geht halt. Ja, wir müssen halt gucken, wegen den Pillars, dass wir die hier überall hinsetzen. Sonst können wir irgendwann nicht mehr weiterbauen. Und zwar genau jetzt nicht mehr. So, müssen auch gucken, dass wir die Pillars sinnvoll platzieren. Nicht, dass wir uns hier den ganzen Bauplatz zukleistern. Für die, für die Handwerksgeräte später. Nicht Handwerks, die Werkbänke meinte ich natürlich. Sorry. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen krank. Ich bin ein bisschen verwirrt aktuell. Und halt. Und ja, verwirrt ist ja eigentlich eher auch so ein Dauerzustand. Von daher, ihr wisst Bescheid, Leute. So, wir kriegen aber alles ganz gut eigentlich zu. Habe ich natürlich da unten irgendwo was falsch platziert und hier auch. So, gleich mal schnell wieder abreißen. So, wie hat ich denn das hier gemacht? Ah, ich glaube, das lasse ich einfach so. Oder wie ist denn hier unten? Ja, lassen wir einfach so. Machen wir dann eine Wand entlang. Mach ich am besten halt. Mach ich am besten jetzt gleich. Sonst vergessen wir es später wieder. So, Außenbereich, Außenbereich. Das Problem ist halt... Warte mal, was habe ich denn jetzt?
Ah, genau, das hatte ich bei der letzten Folge schon hier gemacht. Das Problem ist halt mit dem Dings, na, mit der Schatzkammer. Ja, ich will halt nicht, dass ich hier wieder 1000 Kisten irgendwo rumstehen habe, die mir auf den Geist gehen. Deswegen würde ich ganz gerne alles in einem haben. Aber es, was war das für ein Geräusch? Das habe ich jetzt schon öfters gehört. Habt ihr es gehört, als ob ein Tor irgendwie aufgeht? Ziemlich mysteriös. So, aber egal. Solange hier nichts auf uns zukommt, Böses, ignorieren wir das mal gepflegt. So, hier soll ja, wie gesagt, die ganzen Werkbänke rein. Hier hinten würde ich am liebsten die Schatzkammer reinbauen. Ich weiß halt nicht, ob die da hinpasst. Das ist so das nächste Ding an der ganzen Sache. Aber ja, wir werden es sehen später. Wir können ja noch umbauen im Notfall. Wo habe ich es denn jetzt hingesetzt? Da unten. Da sollst du ja mal überhaupt nicht hin. So, hier müssen wir auch mal gucken, ob ich das am Ende so lasse. Ich wollte ja eigentlich... Ah, das können wir probieren. Was war das hier? Sturmglas Schrägdach? Nee, das wollte ich so nicht. Hier, Zaun. Den können wir leider nicht hier lang ziehen. Ich hätte ganz gern eigentlich einen Zaun gehabt für die Treppen. Damit wir hier auch nicht runterfallen können. Das ist halt kacke. Da fehlt mir so ein bisschen dann die Optik später. Weil ansonsten würde ich jetzt hier nämlich so gewisse Türme runterziehen. Aber macht das überhaupt Sinn hier? Ach, ich weiß nicht. Wir haben schon so oft jetzt hier versucht, irgendwas hinzubauen. In die Richtung. Und jedes Mal habe ich es wieder verworfen. Keine Ahnung. Mir fehlt halt da auch so ein bisschen die Idee. Wie gesagt, das hier mit dem Geländer, das stört mich schon jetzt direkt. Dass wir das nicht hier hinsetzen können. So, hier will es gar nicht snappen, so wie es aussieht. Aber vielleicht kriegen wir hier noch ein Ceiling irgendwie dran. Nee. Da müssten wir halt jetzt... Aber ein Pillar sieht scheiße aus. Zwei ist wahrscheinlich wieder zu viel. Ah, da war es falsch. So, wir versuchen es einfach mal. Ich sag doch, zwei ist wahrscheinlich zu viel. Gefällt mir jetzt schon nicht so ganz, aber wir versuchen es trotzdem mal. Ich will jetzt die Idee nicht direkt verwerfen. Vielleicht kommt ja später noch irgendein was Gutes dazu, was wir hier noch ändern können. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch eine Idee, was man noch machen könnte. Halt, warte mal. Hier könnte man eventuell mit denen hier was noch machen. So, dann hier noch. Ah, dann hört es hier mit den, wieder mit den Pillars auf. Durch die Pillars hört es hier wieder auf. Aber würde das jetzt vielleicht, also, es könnte sein, dass jetzt alles einkracht. Nein, kracht es nicht, sehr gut. Dann haben wir das Problem doch gelöst, perfekt. So, dann hätten wir hier nämlich so einen schönen Turm. Also für später so einen Turm. Es wird dann wahrscheinlich, der, wie gesagt, der Magierturm oder sowas. Muss ich halt mal dann gucken. So, hier Pillar, Pillar. Und das hier noch. So, dann kommt ihr wieder weg. So, mal gucken, wie es von oben aussieht. Hier muss ich mir halt echt irgendwas einfallen lassen. Und ob die Treppe jetzt hier runter so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Ich wollte halt so einen Bogen eigentlich drin haben. So, müssen wir halt mal schauen. Und
Mal gucken, wie gut wir damit hier arbeiten könnten. Na, ich glaube nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Vielleicht kriegen wir noch eine schöne Optik da rein. Nee, nicht wirklich. Okay, dann reißen wir das mal ab. Aber warte mal. Nee, hier kann ich leider keinen Pillar drunter setzen. Sonst hätten wir da vielleicht irgendwas machen können draus. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Sturmglas-Schrägdach, das ist halt, na, nicht so das, was ich mir vorgestellt hätte. Nee, das auch nicht. Nee, irgendwie eine krasse Alternative dafür haben wir jetzt nicht. Dass das jetzt hier irgendwie nach unten geht. Aber ich muss auch sagen, nee, Leute, komm, das gefällt mir jetzt hier überhaupt nicht. Aber ich lasse es jetzt erstmal stehen, beziehungsweise es wird eh Nacht, komm. Dann kurzer Cut bis zum Morgengrauen. Ich reiß das ganze Zeug jetzt hier ein. Und dann sehen wir uns bei Tagesanbruch wieder. So, Freunde, wir konzentrieren uns jetzt erstmal oben auf den Stockwerk, damit wir das wenigstens erstmal zukriegen. So. Das andere können wir dann später nochmal machen. So, hier brauchen wir auf jeden Fall halt. Das war schon richtig. Hier brauchen wir auf jeden Fall die Dinger hier. So, einmal das. Einmal das. Dann haben wir das zu schon mal. So, sehr gut. So. Wie gesagt, hier oben kommt auf jeden Fall der Kartenraum hin. Da lassen wir uns auch ordentlich Platz für. So, hier das machen wir zu. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, hier hatten wir zwei Stück für unten, die offen sind später. Dann machen wir das hier hin. So, genau. Zwei. Dann hier nochmal. Perfekt. So, dann ziehen wir die Wand einmal hier, einmal da. So, ja, Leute, ich denke mal, ihr merkt, dass ich noch nicht so ganz auf dem Damm bin. Wir werden in der Folge wahrscheinlich nicht allzu viel hinbekommen. Ich habe mir eigentlich mehr erhofft, aber ja, ist nicht ganz so einfach, wenn man erkältet ist und eigentlich gar keine Lust hat zu sprechen. Aber ich wollte trotzdem diese Folge hier aufnehmen. So. Ist vielleicht nicht immer die beste Idee. Aber ich hoffe, sie unterhält euch trotzdem. Ihr habt trotzdem Spaß. Ah, das war falsch. Und irgendwann müssen wir das Ganze ja auch mal fertig kriegen, das Projekt. Wo hat. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wo hat er es jetzt hinplatziert? Aber war schon richtig, kam nur etwas später. So. Wir nähern uns jetzt auch zu meinem Hassthema in Sachen Bauen. Und zwar das Dach. Das ist immer so ein Ding, dass ich. Ah, ich weiß nicht. Ich mag zwar schöne Dächer, aber ich bin kein Fan davon, Dächer zu bauen. So, da würde ich mir auch die Option offen halten, dass wir eventuell. Dann machen wir das so. Nee, komm. Dass wir eventuell hier den Flugmodus oder sowas benutzen. Zumindest um hochzukommen. Ansonsten wird das etwas schwer. Ja, wobei, wir können ja eigentlich klettern. Ja, eigentlich dumme Idee zu fliegen. So. Hier müssen wir halt auch mal gucken, wie wir das mit den Wänden dann am Ende machen. Ich glaube aber, hier können wir es ja eigentlich soweit so zumachen. So, ja, passt schon soweit. Warte mal, wie hatte ich das jetzt? Ah, genau.
Ja, das könnte halt am Ende ein bisschen blöde werden. Ja gut, dann machen wir halt hier das so, dann bauen wir halt safe. Haben wir halt so ein paar Ecken drin. So, dann haben wir quasi den Kartenraum fertig. Hier unten müssen wir halt mal schauen. Also hier ist soweit jetzt auch alles. Hier ist unser Aussichtsdingens. Hier könnten wir eigentlich so einen richtig großen Dings, na, so eine richtig große Veranda draus machen. Dass wir... Wo hatte ich es denn? Das, was wir unten benutzt haben. Genau das hier. Dass wir das vielleicht so bauen. So und so, genau. Und hier dann einmal. Ach Mist, da stehen die Dinger dann im Weg. Aber ja, das sieht dann auch kacke aus. Das wäre dann verschwendet. So, Freunde, ich mache mir bis zur nächsten Folge darüber nochmal Gedanken. Aber jetzt werden wir nochmal ganz schnell zu unserer anderen Base rüberreisen, damit wir unsere Skorpione nochmal angucken können. So, Freunde, da sind wir und wir schauen nochmal ganz schnell. So, haben die gar nicht gebraucht. Ich glaube, wir haben kein Glück, oder? Kann das sein? Nee, nur gezähmter irgendwie. Ich sehe nichts von König oder Königin. Verdammt, ey, das wäre so ärgerlich. Aber wir haben ja noch ein paar. Au! Leute, doch, wir haben eine Königin. Sehr gut. Gleich die erste. Wie sind die Werte? 1260. Joa. Das ist schon mal geil. Was haben wir denn hier noch? Das müsste ein König sein, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eigentlich schon. Tja, da haben wir so einen kleinen Mini. Mini-Pupse. Hier haben wir noch einen König. So. Was hast du für Werte? 774. Ja gut, die Werte, also die Leben halten sich bei dem in Grenzen. Und noch so ein kleiner Mini-Pupse. So, den packen wir mal hier hin. Oh, jetzt haben wir dieses ekelhafte Skorpion-Geräusch hier. So. Eine Sache will ich auf die Schnelle nochmal ausprobieren, bevor wir jetzt hier die Folge beenden. So, ich rüste mich mal mit Waffen aus, nur für den Notfall. So, Skorpion, dann tu mal was für dein Geld. Ja, macht schon ganz gut Schaden. Hält auch ganz gut was aus. Braucht halt etwas länger zum Angreifen. Ja, vom Schaden her ist eigentlich ganz okay. Wenn der jetzt noch etwas gelevelt ist, ja, könnte ich mir gut was drunter vorstellen. So, aber nichtsdestotrotz, Leute, die Folge ist jetzt leider zu Ende. So, wir haben hier jede Menge Ungeziefer jetzt in der Base rumstehen und kaum noch Platz. Deswegen sollten wir uns mit dem Basebau beeilen in der nächsten Folge. Kriegen wir es hoffentlich dann zu Ende, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Plan habe und so. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht sogar ein Abo, das wäre mega nice von euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Haut rein und schöne Weihnachten. Tschüss.